Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family und heute geht es um das Teufelszeug Glyphosat. Ja, Glyphosat, das ist ein Mistzeug. Jeder, der von euch sich schon damit beschäftigt hat, wird mir das unterschreiben. Für jeden, für den das neu ist, hier ein paar Inhalte, ein paar Facts, warum ich zu dieser komischen Aussage komme. Wichtig zu wissen, Glyphosat ist enthalten vor allen Dingen in dem Mittel Roundup von der Firma Monsanto. Roundup ist ein Pestizid. Unter anderem hat es die Funktion, dass es Unkraut vernichtet. Hauptbestandteil vom Glyphosat ist das vormalige, aus dem Vietnamkrieg bekannte Agent Orange. Und das war dafür da, um damals im Krieg den Dschungel quasi blätterfrei zu machen. Und das ist dann später verwendet worden für die zivil erhältliche Variante des Unkrautsvernichtungsmittels. Das wird privat verwendet von manchen Menschen und es wird in der Landwirtschaft verwendet und da ist es das größere Problem. Vor allen Dingen in der konventionellen Landwirtschaft, die Biolandwirtschaft verwendet das nicht, aber die konventionelle Landwirtschaft verwendet das und verwendet das in zwei verschiedenen Varianten. In der einen Variante versucht man dort einfach den Boden unkrautfrei zu bekommen, damit das Saatgut aufgehen kann und die Saat, die man eigentlich haben will, Getreide oder Gemüse, ganz normal wachsen kann, ohne von Unkraut gestört zu werden. Das zweite, wo es verwendet wird, ist tatsächlich dann später kurz vor der Ernte. Das ist eine Variante, in der der Landwirt planen kann, wann er ernten möchte. Das heißt, wenn er weiß, es kommt jetzt eine Trockenphase, die Reife des Getreides ist einigermaßen da, es gibt jetzt 2 Wochen oder 3 Wochen trockenes Wetter, dann kann er hergehen und kann das planen tatsächlich und kann sagen, okay, ich möchte ernten. Und dann wird das ganze Feld nochmal mit Glyphosat abgespritzt. Dadurch stirbt das Getreide, dadurch stirbt der Weizen, dadurch stirbt der Dinkel. Und in dem Moment, wo er stirbt, bringt er nochmal alle Kraft, die er hat, in die Ähren und sorgt dann dafür, dass die Ähren so richtig voll werden. Das bringt dem Bauern ungefähr 30% mehr Ertrag. Das heißt, er hat einen Zugewinn an Ähren, also an Ertrag. Und er hat einen planbaren Zeitraum, wo er weiß, okay, wenn ich das gespritzt habe, ein paar Tage später, kann ich dann tatsächlich ernten. Und so kann man Landwirtschaft planbar machen. Und das macht es natürlich den Bauern einfacher. Ist auch ein Grund mit, warum das immer noch nicht gestrichen wurde vom europäischen Markt, weil es noch keine Alternative dafür gibt. Und die Landwirte steigen quasi den Ministerien aufs Dach, wenn die sagen, wir wollen das streichen. Es stand vor kurzem erst im Gespräch, dass das gestrichen werden sollte. Hat verschiedene Gründe, warum. Einer der Gründe ist, dass es krebserregend ist. Und zwar ist es von der WHO eingestuft worden in die Krebskategorie 2b. Oder 2a sogar, 2a. Und das ist gerade mal eine Kategorie entfernt von Asbest und Tabak. Also als wahrscheinlich krebserregend eingestuft. Das ist schon harter Tobak. Das heißt, unsere Lebensmittel sind voll mit einem Stoff, der wahrscheinlich krebserregend ist. Warum ist es so? Weil dieses Glyphosat Veränderungen an unserer DNA macht. Und da kommt es dann zu Mutationen und die Mutationen, wenn sie nicht, denn sterben die Zellen, die mutiert sind, beziehungsweise gefressen werden vom Immunsystem, dann entwickeln die sich weiter und dann nennt man das Ganze Krebs. Aber Glyphosat kann noch ganz viele andere tolle Sachen in unserem Körper. Eine Sache, die tragisch ist, ist Glyphosat bindet an Aluminium. Und Glyphosat ist gehirngängig. Aluminium ist es alleine nicht. Aber in der Verbindung wird das Aluminium ins Gehirn transportiert mittels Glyphosat. Und das sorgt dann dafür, dass unsere Gehirne mit Aluminium immer mehr vergiften und wir dann Opfer werden für neurologische Erkrankungen. Ja, ob das Parkinson ist oder MS oder einfach die Alzheimer-Demenz. Diese ganzen Dinge werden mit Glyphosat, mit Aluminium quasi verstärkt und geschürt. Dann ist Glyphosat gefährlich, weil es in den Hormonhaushalt eingreift. Also es kann dazu führen, dass wir hormonelle Probleme kriegen. Ja, das kann dann wiederum dazu führen, dass wir Diabetes kriegen oder dass wir fettleibig werden, dass der Fettstoffwechsel gestört ist und verschiedene andere Dinge im hormonellen Bereich. Und eine sehr tragische Geschichte ist, dass Glyphosat dazu führt, dass unser Mikrobiom im Darm quasi mutiert. Das heißt, die Darmbakterien stellen sich irgendwie auf dieses Gift ein und teilweise ist es dann so, dass sie sogar anfangen, dieses Gift zu produzieren, aber vor allen Dingen auch an diesem Gift sterben. Das heißt, wir erzeugen ein ganz schlechtes Darmmilieu mit Glyphosat, denn gleichzeitig ist Glyphosat
für manche Bakterien richtig gut, die freuen sich darüber, und das sind aber die, die für uns nicht gut sind, unter anderem Borrelien. Borrelien wachsen mit Glyphosat und werden mehr. Das ist ein tragischer Punkt. Und ein weiterer Punkt, warum Glyphosat so gefährlich ist, ist, Glyphosat wurde in der Industrie unter anderem auch eingesetzt als Schellackbildner. Das bedeutet ein Bindemittel für bestimmte Mineralien. In manchen industriellen Zweigen ist es nötig, dass man sowas macht, aber sicher nicht in unserem Darm, weil die Mineralien, die wir aufnehmen, wollen wir ja in unserem Körper haben und nicht gebunden und ausgeschieden haben. Und das Problem bei diesem Mineralienbinden ist, dass unsere Nährstoffe sowieso schon relativ verarmt sind an den Mineralien, weil der Bauer Glyphosat verwendet auf den Feldern. Und im Boden sind die Mineralien, die die Pflanzen aufnehmen. Und die werden natürlich auch gebunden durch das Glyphosat, aber auch durch Phosphordünger. Also die Phosphate sind ein zweites Problem. Aber das bedeutet, wir haben in unseren Getreide, in unserem Obst, im Gemüse, haben wir sowieso nur noch so ca. 5-10% an Mineralien, wie das früher mal war. Und diese 5-10% werden jetzt auch noch in unserem Körper gebunden durch das Glyphosat. Und das ist ein Grund, warum man insgesamt sagt, Leute, Glyphosat ist gefährlich. Hört auf damit, hört auf, das auf die Felder zu sprühen, lasst uns in Ruhe damit. Und nur, es ist im Moment politisch immer noch nicht angesetzt, dass das wirklich wegkommt. Das ist leider ein Problem. Was können wir tun? Die erste Sache ist mal, so gut es geht, vermeiden. Also versucht bitte, möglichst ungespritztes Essen zu essen. Entweder was ihr selber angebaut habt, oder was ihr eingekauft habt, ungespritzt, vom lokalen Bauern, wenn der nicht spritzt, oder im Bioladen, oder ihr bestellt euch was. Oft kann man Bio-Sachen, wenn ihr keinen Bioladen in der Nähe habt, auch übers Internet bekommen. Und achtet darauf, dass ihr gerade die Dinge, die ihr viel esst, möglichst glyphosatfrei kauft. Also wenn ihr Getreide esst zum Beispiel, ja, das ist dann morgens Brot und irgendwie die Nudeln am Mittag und am Abend sind es dann meinetwegen wieder Brot, dass ihr da schaut, dass das, was ihr echt in großen Mengen esst, dass das möglichst pestizidfrei ist, weil ansonsten sammelt sich immer mehr im Körper an. Das zweite, was ihr machen könnt, ist, dass ihr auf jeden Fall mal testet. Es macht Sinn zu testen, ob ihr eine Glyphosatbelastung habt oder nicht. Für die Testung gibt es zwei Varianten. Die eine ist unsere Methode, unsere Testmethode, mit der wir das rausprüfen über die Praxis. Ja, das ist diese autonome Regulationsdiagnostik. Beziehungsweise ihr könnt es lernen selber, wie das geht mit dem Dr. Mama System. Und die andere Variante ist, dass man einfach mal im Labor nachschaut. Und zwar geht es ganz einfach mit dem Urin. Wir haben dazu so spezielle Testsets, haben das extra für euch vorbereitet. Ihr habt die Möglichkeit, das zu ordern. Da unten ist der Link in der Beschreibung. Einfach draufklicken, ordert euch so ein Testset. Ist nicht so teuer, ich glaube 35 Euro. Und dann könnt ihr rausfinden, wie viel Glyphosat ihr im Körper habt. Das Interessante bei den Tests für den Körper ist allerdings, und das fand ich auch komisch, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, es gibt für den Menschen noch keinen Grenzwert, wo man sagt, oh, das ist zu viel. Ihr kriegt also bei dem Test eine Aussage, ihr kriegt quasi eine Zahl und diese Zahl könnt ihr dann, mit der könnt ihr arbeiten. Das Ziel ist diese Zahl dann, wenn ihr erhöhte Zahlen habt, dass sie weniger wird. Aber es gibt momentan noch keinen Referenzbereich, dass man sagt, ah ja, zwischen 0,5 und 1 Nanogramm ist okay und ab 1 Nanogramm ist schlimm. Das gibt's nicht. Das Einzige, was es gibt, ist ein Referenzbereich fürs Wasser. Unser Trinkwasser hat die Auflage, dass es weniger als 0,1 Nanogramm pro Liter hat. Und das ist natürlich spannend, weil die Messwerte von den vielen, vielen Menschen, mit denen wir das jetzt schon gemacht haben, sind meistens viel höher. Und wenn es höher ist, dann hilft es eben nur, dass man das versucht zu entgiften. Für die Entgiftung gibt es größere, längere Protokolle. Eine einfache Sache zur Entgiftung von Glyphosat ist, wenn ihr mit der Huminsäure arbeitet, das gibt es entweder als Trinkmoor, dass ihr es trinkt, oder dass ihr euch Aktivumin besorgt und das einnehmt. Das ist eine Variante. Dann gibt es die Möglichkeit, mit der Aminosäure Glycin zu arbeiten. Man kann mit Brokkolisprossen arbeiten. Das Sulforaphan da drin ist klasse, um Glyphosat zu binden. Also diese Dinge spielen schon eine ganz gute Rolle. Dann gibt es die Möglichkeit, das sollte man dann auch, dass man möglichst mit Antioxidantien arbeitet, also mit Vitamin C, Vitamin E. Diese Dinge sind hilfreich, um Glyphosat irgendwie zu binden, beziehungsweise um den Effekt, den gefährlichen Effekt von Glyphosat zu verringern. Selen ist sehr hilfreich, damit kann man noch arbeiten. Aber es gibt noch viele, viele andere Möglichkeiten der Entgiftung.
die wir gar nicht abschließend aufzählen können. Aber auch dafür haben wir für euch was vorbereitet. Es ist ein Entgiftungskurs, ein Entgiftungsseminar, das ihr machen könnt, um das Ganze dann noch weiter zu tun, wenn das nicht reicht, was ich euch jetzt als Tipps gegeben habe. Aber ihr könnt es erstmal durchführen, was ich euch gesagt habe. Macht so einen Urintest und probiert einfach mal mit den Mitteln, die ich genannt habe. Ein gutes Bindemittel, muss ich noch erwähnen, ist das Zeolit. Da braucht ihr eine gute Quelle für Zeolit, aber Zeolit ist klasse, um Glyphosat, das dann frei geworden ist, zu binden. Ja, und dann macht Sinn, dass man so nach einem Vierteljahr ungefähr mal wieder nachschaut, auch wieder im Urin. Müsst dann auch mal so einen Test holen und einfach gucken, wie sieht es jetzt aus, ist es weniger geworden oder nicht. Bedingung natürlich, dass ihr die Zufuhr möglichst gestoppt habt. Tatsächlich ist es nicht mehr so einfach, auch die Bio-Lebensmittel sind nicht mehr 100% glyphosatfrei. Leider, das hat damit zu tun, dass natürlich das ganze Wasser und die ganze Luft und alles hängt ja miteinander zusammen. Und nicht selten ist das Biofeld neben einem Feld, das mit Glyphosat bespritzt wird. Und da gibt es natürlich dann Vermischungen, bedauerlicherweise. So ist die Welt im Moment gestaltet. Das ist tragisch, aber wir leben halt in einer verrückten Welt. Und deswegen ist es sinnvoll, Holzauge sei wachsam, die richtigen Schritte einzuleiten, damit der Körper wieder oder weiterhin gut funktionieren kann und symptomfrei bleibt. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt in die Kommentare, kontaktiert uns. Ihr habt die Möglichkeit, unseren Health Newsletter zu bekommen. Den gibt es zweimal im Monat. Dort kriegt ihr ganz viele Infos. Ihr könnt uns folgen auf Telegram, ihr könnt uns folgen auf Instagram, auf Facebook. Überall sind wir vertreten und ihr habt die Möglichkeit, ganz, ganz viele Informationen zu bekommen, euch auszutauschen und einfach ein Teil unserer großen Community zu sein. Ich freue mich und ich hoffe, dass ihr nach und nach mit diesen Tipps glyphosatfrei werdet. In dem Sinne, liebe Grüße von mir und von der Praxis Family. Ciao, ciao, der Matthias.